Grüß euch Leute, Tauto wieder hier und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ich habe ein bisschen viel offscreen gemacht, wie ihr seht an meiner Kleidung. Und zwar habe ich jetzt komplettes überlegene Wolfs-Set. Das heißt, wir haben also außer der Armbrust, das gibt es noch die Bärenarmbrust, wir haben überall die überlegene Wolfsrüstung. Das habe ich immer ein bisschen mühsam erfarmt. Ich bin wieder bei Rittersporns Kabarett und ihr seht schon, die Schwerter passen jetzt von den Scheiden auch perfekt zueinander und ich habe jetzt entschieden, dass wir Triss helfen. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Komm schon, wir haben es gut überstanden. Im Gegensatz zu Imlerit. Das ist das einzig Beruhigende. Aber das ist keine Rechtfertigung. Weißt du, was alles hätte passieren können? Ist es aber nicht. Ich war dort, hatte alles unter Kontrolle. Können wir bitte das Thema wechseln? Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira? Ich dachte, gerade du würdest das verstehen. Nur wenige können sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich klappt es bei uns. Und wir finden Philippa und Rita. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Weißt du, was Yen herausgefunden hat? Da musst du sie selber fragen. Ich war mit der Suche nach Philippa beschäftigt. Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Nachdem Philippa aus Loch Moin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Sie suchte Hilfe bei einem früheren Liebhaber, dem Zauberer Arthur de Fleester. De Fleester? Kommt mir bekannt vor. Philippa hat mal einen Trottel aus ihm gemacht. Arthur wollte sich rächen. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule am sichersten wäre. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritium-Band am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Sultan. Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? War wohl eher. Sultan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Ja, das ist typisch Sultan. Ein Mann tauchte auf, nahm Sultan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Sultan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder der Eule Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir.
Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Kreamet wir. Obe hier me gene hafeilte. Kreamet wir. Wir kerle. Es hüschin alte Kliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Es ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. War das die Vergangenheit oder die Zukunft? Die jüngste Vergangenheit. Wir müssen uns beeilen. Los, zum Badehaus. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Na los. Okay. Ich wusste es doch, dass Philippa noch nicht geflohen ist. Dass sie so dermaßen ausgetrickst wurde. Der Wind heult. Interessant, muss ich sagen. Äußerst interessant. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Aber interessant, was sie sich ausgedacht haben für Philippa. Und der Zauberer kommt mir selbst mir bekannt vor, weil der ist auch mal in den Büchern vorkommt. Der hat früher mal mit Jennifer, glaube ich, auch ein Verhältnis gehabt. Wenn man jetzt alles. Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Du hattest recht. Sie muss wieder ein. Ich spüre starke Magie. Wir müssen reingehen. Oh, Philippa. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Oh Mann. Dijkstra, Dijkstra, Dijkstra. Was hast du dir wieder dabei gedacht? Und? Weißer Wolf? Na. Wieder durch. Leute. Okay, hier ist sein Büro. Na doch, hier. Ist das eine Tür? Nee. Das ist eine Tür. Ah. Verdammt. Sie hat sie verzaubert. Er muss sterben. Tötet den Hexer! Wow. Links! Er hat ins Zug geschlagen. Und halten und kämpfen. So, noch jemand hier? Aber ihr seht schon, wie viel das wir aushalten. Gegensatz den Leuten, okay, wir sind auch von Level her ein bisschen drüber. So, wo bist du, Philippa? So, unten. Na komm. Ah, nein, nein, nein. Egal. Philippa, warte! Gut stinken! Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Na komm schon. Bleib hier stehen und lass niemanden vorbei. Bleib hier stehen. Niemand vorbei. Verfluchter Bastard! Ja, die gehen mir belangt, muss ich euch sagen. Und die haben. Euch die Augen zu! Ah, dann kommt er ausgeführt. Nicht schlecht.
Du bist so gut wie tot! Habt ihr gesehen, dass es so kommt als Bösen? So, jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen einen Troll kämpfen. Das wird sich leider nicht dran hindern lassen. Ja, sie hat ihn verzaubert. Tut mir leid, Bart. Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bart niemand vorbeilassen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen! Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bart dich lassen. Hexer helfen. Ich meine, ich mag Bart, von daher ist es ganz gut, dass wir das ihn jetzt so aufpixen konnten. Das hat er einfach nicht verdient, muss ich ehrlich sagen. Ich will dir helfen! Beim Sterben vielleicht? Das kannst du vergessen! Hier durch? Nee, aber hier ist noch ein bisschen was zum Looten. Oder? Bin ich hier sogar richtig? Ah, na, hier ist nochmal Bart. Dem Kreis kaufen, verzeiht. So. Einmal nach rechts. Was mich jetzt bewundert, die ganzen Pilzsporen sind jetzt anscheinend weg, oder? Kann das sein? Und vor allem, wo kann man die verbrannten Leichen jetzt aber mal her? Die sind sicher von Ich werde dir nichts tun! Schwachsinn! Du wirst mich nicht fangen! Ich will dir helfen! Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Feuer gegen das kann doch nicht wahr sein. Mal das Schwert reparieren, falls die uns noch nicht irgendwas auf den Weg haut. Ja, haben wir gleich 90% drauf. Ah, doch. Ich darf dir nicht wehtun. Dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor.
Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cirilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Es wird sich zeigen, ob ich mich irre oder nicht. Naja, wenn du Unfug redest und ich dir glaube, dann ist es zu spät. Das Risiko musst du wohl eingehen. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du das schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Okay, wie ihr wisst, die Statuette des Soldaten, okay. Ah, stimmt ja. Wir haben ja damals was gefunden. Letzte Vorbereitungen. Ja, ja. Stimmt ja, wir haben ja letztens da was, eine Statuette noch gefunden gehabt. Staatsräson, trifft dich mit Dijkstra Roche. Ein Tal am Hafen.
Das könnte man auch noch machen. Wir... Warte mal, wir gehen noch mal kurz zurück zu... hier. Die können wir dann noch machen, weil die ist wirklich lang her, die Quest. Dann reden wir mit Jennifer und dann schauen wir uns an, was das Trio uns zu sagen hat. Also wie ihr wisst, aus dem zweiten Teil noch ganz gut, falls es ihren zweiten Teil von mir nicht gesehen hat. Triss ist, Philippa ist lesbisch, deswegen auch die Anspielung mit, ich kann mit Eiern eh nichts anfangen. Und aus den Büchern raus weiß ich noch, dass sie extra was vorgespielt hat, einfach, dass sie ein bisschen besser unter Kontrolle hat, einfach. Meine Güte, von daher das Ganze da ein bisschen aufgeklärt für euch alle ein bisschen. So, hier ist die. Yeah. Oh, hallo? Schweine, überall Schweine. Ich sag jetzt kurz zu Triss. Hallo Triss. Ja, Geralt? Schau mal, was ich hier habe. Komm, wir müssen ihn dekomprimieren. Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit. Ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja, sei still und versuch mich nicht zu stören. Sinde, wen ich hier hinne. Esse Punt. Wer bist du? Woran erinnerst du dich als letztes? An einen Berg. Eine Schlacht. Ich habe eine Einheit befehligt. Da war eine Zauberin mit Haar wie Feuer. Sie hat einen Zauber gewirkt. Die rechte Flanke sollte die Schildträger angreifen. Die rechte Flanke hat aber nicht angegriffen. Und die Zauberin war Lita Nate, auch als Koralle bekannt. Ich war auch da. Das ist vor langer Zeit passiert. Schießere. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja. Das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Vaatre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen, bis ich aufwache. Ja. Da haben wir einen weiteren, die Koralle. Die kommt im Übrigen auch im letzten Band vor, also im letzten Buch von den Witcher-Büchern. Das kann ich euch so auch empfehlen, falls ihr die vorigen Bücher noch nicht kennt, könnt ihr das ruhig spoilerfrei lesen. Das ist eine in sich geschlossene Geschichte, was natürlich hilft, wenn man vorher die Bücher kennt, dass man die Charaktere einfach kennt. Aber so kann man das schon durchaus lesen. Ich glaube, es ist eine ganz lustige Geschichte. So. Suchen wir mal Jennifer. Und ich hoffe, irgendwo zwischendrin ist einmal ein Schmied oder sowas, dass ich meine Waffen herrichten lassen kann. Ein Hexenjäger. Wo gehst du hin? Mmh. Ok.
käme es hier über die... Ah, da ist ein Schmied. Seht ihr? Da ist ein Schmied. Schmied. Hey, Hüpfer. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du im Angebot? Erstmal ein bisschen ausnehmen. Und zwar die zwei Schwerter verkaufen wir ihm. Ah, okay, der hat immer genug Geld. Reparieren. Ja, alles. Handeln. Ah, verdammt, der hat mir zu wenig Kohle dafür. Dann nimm die. hat er noch irgendwas Interessantes im Angebot? Oh, die Waffenreparatursets kann man sehen. Das nehmen wir doch mal. Ja, das war's. Bis dann. So. Quint. Auch hier wieder selbst eigentlich wieder Übung. Schauen wir mal. Und wir sind eigentlich so reich genug, dass wir hier unsere ganzen Krempel nicht verkaufen müssen. So, und jetzt sind wir hier. In der Krüppelkarte.